Über 50 Firmen aus der Region St. Gansterland und Umgebung haben am Wochenende vom 18. auf den 19. November ihre Lehrprüfe vorgestellt. Lernende und Berufsbildner haben bis zu 80 Berufe präsentiert. Wir waren bei dieser Ausstellung dabei und wir haben festgestellt, das Engagement war riesig. Von denen, die etwas gezeigt haben und präsentiert haben und auch von denen, die etwas wissen wollten. Es war wirklich eine Win-Win-Situation. Und mir dünkt sich das erste Mal so eine Ausstellung, ein Berufswahl-Event, das wirklich über alle Berufe gegangen ist. Von der Bank, über Kante, bis hin zu Gewerbe und Industrie. Und mir ist vor allem aufgefallen, dass ein Wandel stattgefunden hat. Schon immer hat man ja gesagt, und das sind jetzt auch in dem Zukunftstag, wenn Mädchen auch quasi Männerberufe lernen, haben sie größere Chancen. Aber bei diesem Berufswahl-Event ist es offenkundig geworden, dass die Mädchen das eben auch nutzen. Und durch das, dass sie quasi die Männerberufe nutzen, haben sie eine riesige Freude selber, aber natürlich auch gesteigerte Berufschancen. Und darum haben wir uns vor allem auf das Thema fokussiert. Können es bei euch vor allem Buben oder auch Mädchen daher? Es können eigentlich noch relativ viele Mädchen, die sich auch interessieren. Und mal, es hat ein paar hier gehabt. Das heisst, also inzwischen hat Mädchen auch gemerkt, dass wenn man einen Burschenberuf lernt, dass man mehr Berufschancen hat. Ja, das ist vielleicht sogar so. Wir haben ja auch eine. Du musst vielleicht sie einfragen. Du hast schon, also seit despektierlich gemeint, eher so ein Bubenberuf gelernt. Also bist du auf das schon mal angesprochen worden? Oder ist für dich ein Problem? Oder warum hast du das gemacht? Ja, so grundsätzlich ist es ganz einfach. Man kann das wirklich auch als Frau machen, aber in den Köpfen ist halt vielfach noch, Bau ist ein Mann. Aber ich empfehle immer, man kann das auch als Frau machen. Und am Anfang, wenn du das sagst, als Frau, ja, ich arbeite auf dem Bau, ich bin Stromerin, schauen die Leute immer schief. Aber wenn du denen halt erzählst, was du alles machen kannst und dass es dir auch Spass macht, dann haben die meisten einen rechten Eindruck und denken sich, ja mal, vielleicht kann ja mein Kind das dann auch irgendwann einmal machen. Stromer ist ja ein Beruf, den du immer ein bisschen umsäckeln musst. Also bist du 3-4 Mal auf der Baustelle, musst immer schnell verfügbar sein. Das ist manchmal ein riesiger Stress und auch sehr kompliziert und komplex geworden. Also einfach nochmal gefragt, vermeiden absolut kein Problem, da bist du nichts am Hinten dran. Nein, überhaupt nicht. Vielleicht einmal, dass man etwas nicht lupfen kann, aber dann hat man immer ganz viele hilfsbereite Burschen, die einem da helfen können. Das wäre noch meine letzte Frage. So ein Haufen Burschen in der Klasse, geht das? Nur. Es funktioniert wunderbar, es sagen auch die Lehrer, sobald das Mädchen dabei ist, ist die Klasse viel ruhiger, es ist viel angenehmer und es sind alle ganz anständig zu mir. Michi Walzer, du bist Lehrlingsausbilder beim Bartolet, also was bedeutet für dich jetzt dieser Event? Also der Event für mich als Berufsbildner ist sehr wichtig, dass wir uns hier präsentieren vor den Jugendlichen, die durchlaufen und natürlich auch den Eltern. Und das bietet uns eine ideale Plattform, um unsere Berufe bekannt zu machen hier. Jetzt hast du die Tochter dabei gehabt, hast sie hergebracht, sie wird Lehrerin werden. Also da kann man nicht nur gewerbliche Sachen kennenlernen, sondern auch anders. Nein, natürlich nicht. Wir haben auch eine Kantonsschule hier unten und die Berufsberatung ist hier vor Ort, wo gezielt Inputs geben den Jugendlichen, in welche Richtung dass es gehen könnte. Du hast jetzt eine intelligente Tochter, das hättest du ja nicht für die Lehrerin gebracht, aber du weißt ja selber auch, nicht alles sind so gut für Schülerinnen. Haben wir auch ein gewisses Problem, wenn wir zum Beispiel schwächere Schülerinnen haben? Also kannst du jetzt bei dem Bartolet auch schwächere Schülerinnen und Schüler aufnehmen? Also wir schauen, dass wir im Schnitt pro Jahr sicher eine EBA-Lehre anbieten, also die Prostatest-Lehre, die 2 Jahre gehen. Und wir bieten auch an, meistens sind sie nach diesen 2 Jahren auch so weit, dass man vielleicht noch eine 3-Jährige anhinken, also das gleich ein EFZ hin, wo es am Schluss einfach alle Möglichkeiten offen hin. Du schickst deine Tochter jetzt an Kante, anders geht es ja nicht. Also vermissen die denn die guten Schüler mal im Gewerbe, also, wo man eben auch könnte brauchen, die vielleicht dann in die Kante gehen? Ja, das ist ja so, dass wir die vermissen, aber also ich schicke meine Tochter nicht an Kante. Oder respektive, das ist auch ihr freier Wunsch. Sie will zuerst eine Lehre machen, sie ist sich noch nicht ganz sicher, was. Aber ihr Endziel hat sie einfach im Kopf, sie will Lehrerin werden. Und wenn sie jetzt auf einmal sagt, ich mache es gleich nicht, ich studiere nachher irgendetwas ganz anderes, dann dreht ja, oder ich mache zuerst Polymech, BMS und so. Also ich frage nur darum, wir sind ja auch bekannt, oder? Dass wir natürlich einen Beruf machen können, BMS machen, noch weiterbilden können. Würdest du so etwas auch anbieten als Vater? Also ich unterstütze natürlich, wenn sie nach der Lehre das Gefühl hat, das ist jetzt vielleicht gleich nicht mein Endziel, das ich am Anfang hatte, ist gleich noch mal anders. Das ist sicher gut, das würde ich auch unterstützen. Das ist auch der Vorteil bei uns hier in der Schweiz im Berufsbildungssystem, dass wir können ein Fundament machen mit der Berufslehre und können auch in alle Richtungen weitergehen. Also uns ist überhaupt nichts verschlossen. Wie wir eine Lehre haben, haben wir ein gesundes Fundament.
Wir können immer wieder auf das zugreifen und wir können gleich, ist uns schlussendlich alles offen. Also auch der akademische Weg bleibt uns nicht verwehrt. Es gibt einfach ein paar Umwege, aber es geht hier in der Schweiz. Also rundum zufrieden und so ein Event bringt es voll. Ja, der Event ist toll und ich freue mich, dass so viele Besucher hier sind und dass es das so gelungen ist dieses Jahr. Ja. Und zeigt irgendwie auch, also das ganze Land ist aus dem Loch raus, wo man mal gesagt hat, mit ja, mangelndem wirtschaftlichen Erfolg, oder? Ob das jetzt mit dem Event zu tun hat, weiss ich nicht. Aber ja, das ist sicher. Es hat auch viele Betriebe, wenn man sieht, wo das sehen, wie wichtig das ist, dass man Präsenz zeigt und dass man die Berufslehre, die Wichtigkeit und der Erfolg für die Berufslehre hier ein bisschen in den Vordergrund stellt. Das ist so. Warum kommt jetzt ein Kantilehrer hierher? Ja, weil wir einen Stand haben. Könnten auch Leute her, die nicht gewerblich industriell orientiert sind? Ja, es hat nicht so viele, aber es hat immerhin etwa noch mal ein paar, die sich dafür interessieren. Jetzt haben wir in der Schweiz ein bisschen Probleme mit der Maturenquote auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sagen die anderen, sagen die guten Schüler nicht, die sie sollten haben. Was machen wir jetzt da? Was wir da machen? Ja, wir müssen die überzeugen, so in die Mittelschule zu gehen, die wirklich dafür prädestiniert sind. Aber es müssen ja auch nicht zwingend alle eine Matura machen. Warum bist du so da an dem Berufsevent? Also ich bin mit den Asylbewerbern von Sergans hier, mit dem Teil, der recht gut Deutsch kann, zu ihnen mal ein bisschen zeigen, was für Berufe es gibt und was es zu einem Beruf braucht. Und sie vor allem auch lustig machen, dass sie sich einsetzen für ein gutes Deutsch, damit sie nachher können, zum Beispiel eine Grundausbildung machen mit einem Test, eine EBA-Lehre und nachher eine weitergehende Lehre machen können. Vor allem ist mir wichtig, dass sie sehen, was es ist und ihnen ein Ziel vor Augen setzen. Und wir haben ganz viele Prospekte bekommen. Und die Prospekte sind wichtig. Über das kann man nachher mit ihnen reden. Wir haben wieder etwas anderes zum Reden. Was mir aufgefallen ist, sind die Chefs von diesen einzelnen Ständen, aber auch die Jugendlichen, die haben top Auskunft gegeben und haben gesagt, sie können schnuppern kommen. Und ich habe den Eindruck, es war ein sehr wertvoller Vormittag für die Asylbewerber, aber auch für mich willkommen, dass die Asylbewerber in den einzelnen Berufen sind. Es war top. Die ganze Organisation ist sehr gut. Ja, das ist sehr nett. Ich sehe viele Arbeiten. Es ist gut für mich. Es ist gut für mich. Ja, ist nett. Ja, ich bin glücklich von diese. Ich komme, wir die kommen hier. Ich schaue viele Arbeiten, Beruf, das mich. Dankeschön, danke vielmals für machen dies. Auch Banken sind hier vertreten. Wie reagiert man auf euch? Können die Leute auf euch zuhören? Haben ihr auch die Stifte, die ihr wettet? Oder wie sieht das aus bei euch so? Es ist absolut so. Wir sind jetzt das erste Mal hier. Und es ist ein grosses Interesse, wir haben einen grossen Zuspruch. Die Leute, die Lehrlinge, künftige Lehrlinge, die Schüler jetzt, sind sehr interessiert, stellen Fragen. Wir können auch Sachen zeigen. Und für nächstes Jahr haben wir jetzt die Lehrlinge schon eingestellt, aber für übernächstes Jahr ist das alles offen. Und wir stellen uns selbstverständlich auch noch in den Filialen zur Verfügung, um Fragen beantworten und hoffen, dass wir weiterhin gute Lehrlinge können beschäftigen können im ganzen Land. Das heisst, auch in schwierigen Zeiten, wo die Banken jetzt eindeutig haben, ist die Ausbildung in einer Bank nach wie vor attraktiv? Es ist so und wir sind natürlich auch dringend auf Nachwuchskräfte angewiesen. Und es gibt eine veränderte Zeit und die Jungen können in die neue Zeit sich besser integrieren als die Älteren, die sich noch umstellen müssen. Also die sind noch erfolgerüstet, wenn sie sich engagieren. Und es ist eine vielfältige, eine attraktive Tätigkeit, wo sie erwartet wird. Wie ist es für eine Mädchen, so ein Beruf, Chemiefägerin? Es ist spannend, abwechslungsreich und man hat damals immer viel mit den Kunden zu tun und es ist auch ja, spannend. Immer mehr Mädchen trauen sich auch quasi Burschenberuf zu nennen. Du bist Elektronikerin. Wie bist du auf diese Berufswahl gekommen? Also ich habe schon in der SEC halt gemerkt, dass Mathematik und Physik meine Stärken sind. Hat mich auch mega interessiert und dann bin ich als das schnuppern gegangen und es hat mir super gefallen.
Ist es sehr kompliziert? Gefällt es dir immer noch? Oder hast du manchmal das Gefühl, wow, hast du einen riesigen Stress eingebracht? Nein, also eben von meinem mathematischen Interesse her ist es eigentlich relativ gut machbar. In der Schule auch, habe ich jetzt nie Mühe gehabt. Und es ist halt sehr abstrakt. Mir liegt es jetzt, anderen liegt es jetzt vielleicht nicht so. Von dem her, ja, wenn man dazu gemacht ist, quasi, dann ist es super. Und sonst muss man halt ziemlich krampfen in der Schule. Aber bei mir ist es jetzt kein Problem. Du hättest schon locker in eine Kante gehen können. Also, ja, hast du es nie bereut, dass du nicht gegangen bist? Ja, meine Lehrer haben gesagt, ich soll an die Kante gehen. Habe ich aber nicht wollen, weil ja, Kante. Gut, was würde ich noch machen? Ich hätte wahrscheinlich Mathematik studiert. Und Mathematik studieren, dass man in die Forschung kommt, ist relativ unwahrscheinlich. Und dann wird man Lehrer. Lehrer wollte ich aber auf keinen Fall machen. Also habe ich gefunden, ich suche jetzt eine Lehrstelle, die auch in die Richtung geht. Und es gibt ja ganz viele Weiterbildungsmöglichkeiten, auch nach einer Lehre noch. Du bist ja Metallbauerin. Ist das für ein Mädchen machbar, so etwas? Ja, es ist sicher machbar, das zu machen, aber es ist halt schon streng. Einfach vom Körperlichen her ist es halt schwierig, oder? Nehme ich an. Ja, vom Körperlichen her ist es wirklich schwer, aber es ist zu machen, ja. Gefällt dir der Beruf also trotz allem? He? Ja, mir gefällt er sehr gut. Ich bin echt zufrieden damit. Oh, Michael Dürst, du bist gerade am Umfragen machen. Wie kommt der Event an? Ihr Event kommt sehr gut an, sei es jetzt bei den Ausstellern oder bei den Besuchern. Also wir können eigentlich nur positive Feedbacks. Du bist jetzt Berufsberaterchef hier im ganzen Land. Wie ist das bei der Berufsberatung? Also rennen Sie der Tür ein, kannst du jedem etwas vermitteln oder ist es schwierig geworden? Wir haben ja zurzeit eigentlich mehr offene Lehrstellen als Jugendliche, die Lehrstellen suchen. Von dem her haben wir eine gute Ausgangslage für die Jugendlichen. Trotzdem, unsere Lehrstellenbörse ist nicht unterbeschäftigt. Also die Vermittlung, die Passung ist immer ein Thema, das nicht bei allen gleich einfach zum Lösen ist. Das heisst mit anderen Worten, ein Haufen offene Lehrstellen heisst noch nichts. Flexibilität hat auch Grenzen. Das heisst, man kann nicht alles von jedem verlangen. Also es gibt eben solche, die nichts haben und ihr dann zünftig beraten im Jahr. Ne? Genau, also wir müssen je nachdem Alternativen suchen oder auf Zwischenlösungen zurückgreifen, weil man einfach merkt, nee, da passt jetzt einfach nicht, das geht nicht, macht auch keinen Sinn. Nicht mehr jemanden reinzubringen, wo man merkt, dass seine Fähigkeit oder sein Interesse nicht vorhanden ist. Und eben so ein Event ist etwas, wo man durch konkret schauen kann, was würde denn passen. Wir haben jetzt vorhin gerade so eine Metallbauerin gesehen, eine Elektronikerin, dann gibt es auch Chemiefägerin. Also längere mehr Mädchen steigern auch die Chance, indem sie eben auch andere Berufe wählen. Das ist für euch sicher auch ein Vorteil, oder? Ja, also es ist unser Bemühen, eben die untypische Berufswahl ein bisschen in den Fokus zu drücken. Weil wir sehr stereotype Berufswahl haben in der Schweiz. Eigentlich schon seit Jahren, obwohl es ja viele Bemühungen gibt, das zu ändern. Wir sind einfach sehr früh mit unserer Berufswahl dran. Und Mädchen und Buben orientieren sich natürlich nach Rollenbildern, die sie präsentiert bekommen. Ja, und so ist das eigentlich ein Kreislauf, der sich immer wiederholt. Und wir versuchen auch ein bisschen aufzubrechen, indem wir hier Jugendliche präsentieren, die in dem Sinn untypische Berufswahlen gemacht haben. Konstrukteurin, ist das für Mädchen machbar? Ja, selbst auf jeden Fall. Also Mädchen können das genauso gut, wenn nicht sogar besser als Männer. Eben, gell? Und mit der Mathe? Mit der Mathe, also das habe jetzt ich allgemein eher manchmal ein bisschen Mühe. Aber eben, dann musst du einfach üben und dranbleiben. Dann hast du eigentlich, dann geht das gut. Dann sind meistens sogar wenig Mädchen in der Klasse drin. Vielleicht zwei, drei, vielleicht einmal noch eins. Ist das ein Nachteil? Nein, eigentlich nicht. Also ich bin jetzt froh, habe ich noch eine Kollegin dabei. Dann kann ich mit dieser manchmal auch über mein reden, wo vielleicht mit den Buben oder so nicht so gut geht. Aber also ein Nachteil ist sicher nicht. Es ist sehr interessant, dann mit den Buben ein bisschen zu reden. Muss denn so ein Kaminfeger werden? Muss, warum nicht? Könnte ja sein. Braucht es auch, damit keine Brände entstehen. Aber nicht unbedingt. Aber er soll es wissen. Wichtig ist Wissen. Und für dich als Vater, wie ist dieser Event hier, dieser Anlass, ist das gut für dich, oder? Sicher, es ist eine sehr bedeutende Sache für Kinder. Für Eltern ist es wichtig, damit sie wissen, was sie machen wollen. Aber für uns, dass sie sich eine in der Zukunft, was sie machen wollen, auch sehen können. Einigermaßen. Oder? Was denkst du? Ja. Ja, was ja? Ich denke es auch so. Ja.